Weiter Versuch. Gleiches Taubsi. Kehrtwende. Crit. Tschüss. Nehmen wir nochmal Blaze rein. Oh, da hätte ich eigentlich auch einen Roller reinschicken können. Nee, halt, hätte ich gar nicht. Hätte ich gar nicht. Was rede ich denn da für einen Käse? Geht doch. Taubsi. Problem ist, hier kann ich einfach nicht in irgendwas reinswitchen, was sicher ist. Nichts. Und daher muss ich weiter auf Sicherheit setzen. Welchen Level war denn eigentlich der Arena-Leiter von Team City? Ich glaube, sein höchstes war Level 25. Oder war es doch höher? Ich weiß es gar nicht. Ja, ja, Deckel. Oh, der macht ja Luftstrahl. Bum, 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 bum. Das war easy. So. Oder weißt du was? Komm, Arschlecken. Tamira braucht ein paar EP. Hauen wir hier nochmal ordentlich auf die Kacke. Mit Surfer. Der überlebt sogar. Shit. Blubstrahl. Ja, Level 19 hat das Ding da drauf. Nur Taubsi. Der ist doch verrückt. Surfer. Tja. Ich würde sagen, das lief doch relativ super. Für 5 Taubsi. Nicht so schlecht. Wow. Dir war es ernst. Den letzten Satz habe ich nicht lesen können. Ach, Julio, schon wieder nein. Da habe ich keine Lust drauf. Nicht schon wieder du. Dein Item? Ja. Jasmin leitet die Arena hier in dieser Stadt. Ich werde sie zurückholen. Besser, du stellst dich mir nicht in den Weg. Das will ich doch auch gar nicht. Mann. Meryl. Da kann ich allerdings Nebulak reinholen. Macht so einen guten Job gerade. Ich bin froh, sich was ab. Ich weiß nicht, wie Pinsir ist, aber ich glaube, Pinsir ist genauso stark. Nebula, ich schwör's dir, wenn du jetzt stirbst, dann ist hier aber was los. Nachtnebel. Ich habe so das dumpfe Gefühl, das war's jetzt. Doch nicht. Gut, dass du das geschafft hast. Ich brauche dringendst mal die Weiterentwicklung. Wann entwickelt sich das eigentlich nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht. Auch mit 25. Bin da gerade so ein bisschen... Ich weiß nicht. So. Angeberei. Angeberei war, glaube ich, ganz gut. Das verwirrt den Gegner noch zusätzlich. Ich bereise die Welt, um meine Pokémon zu trainieren. Ich möchte mit dir kämpfen. Mit mir. Mit dir. Mit mir. Mit dir. Natürlich, ich kann doch keine Herausforderung ablehnen. Senke nur meinen Angriff, das bringt dir überhaupt nichts. Denn ich bin jetzt wieder weg. Uah, uah, uah.
Dafür kommt Dentacha mit endlich einer Wasserattacke. Sogar zwei. Die Frage ist, reicht Nürbstrahl? Learning by doing. Ja, es reicht. Lucano, noch einmal. Ja. Gucken wir doch nochmal Tamira rein. Tamira sag ich schon. Oh. Ich bin schon ganz perplex. Liebe Freunde. Ich bin perplex. Tamira. Mein natürlich Serenity. Zack. Und weg ist es hier. Erneut Showtime für Tamira. Jetzt aber. Jetzt stimmt sogar der Name. So, und dann machen wir doch nochmal den Blubstrahl hinterher. Keine Schnitte für diesen Gentleman. Das ist sehr effektiv. Seufz, immer noch nicht genug trainiert. Du bräuchtest mal ein paar Feuersteine, mein Lieber. Oh, come on. Ich weiß schon direkt, was sie wollen. Oh. Ist das nicht eine wunderschöne Aussicht, liebe Freunde? Okay, man sieht da hinten eigentlich nur Wolken und ein bisschen pixelig. Oh, Sonderbonbon. Oh, das ist gut. Aber ist doch ganz gut. Ich denke mal, da könnte ich nochmal Nebula rein switchen. Jasmin muss Krankenvorsorge um das Pokémon sein. Man sieht sie nicht einmal mehr lächeln. Das ist schlecht. Machen wir erstmal eine Kehrtwende. Wenn ich mir diesen Move so richtig cool vorstelle, so eine Kehrtwende. Stoppt kurz vorher und dann haut er dem nochmal die schöne Sichel in den Wanst. Predicted. Und du kippst jetzt um. Gleich, ja. Du kippst jetzt um. Aber dieses Krabi gibt verdammt viel EP, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Nochmal in Serenity. Das ist so praktisch, dieser Move-Kehrtwende. Einfach nur praktisch. Du brauchst einfach nichts tun, außer Kehrtwende machen. Zack. Jetzt macht, wenn es... Wenn ich Glück habe, macht er nochmal Klammer. Und dann kommt wieder Nebula rein und er trifft nicht. Nee, diesmal war er vorsichtig. Nicht schlecht. Aber dann war es jetzt so oder so. Der Nachtnebel nimmt ihn jetzt aus dem Spiel. Oder auch nicht. Aber... Er macht ja gerade eh keine Angriffsattacke, von daher sollte das kein Problem sein. Zack, und Level up. Ja, da hätten wir ja schon mal das Ziel dieser Aufnahme erreicht. Alles auf 20 bringen. Ich habe aber gerade auch nicht viel Grund zum... Freuen, stand da? Ich weiß es nicht. Schätzungsweise... Ether. Ether. Dup, dup, dup. Wir sind hier ziemlich nah am Himmel. Vogel-Pokémon sind da in ihrem Element. Ja, aber wir sind auch wieder in einem geschlossenen Raum, was wieder nicht zu ihrem Element gehört. So, Kehrtwende. Noch einmal. Gegen was tausche ich dich denn ein? Komm, Blaze hat heute noch nicht viel gemacht.
Klopft der da wieder aus? Ich wollte schon sagen. Tackle. Mittlerweile macht's sogar Schaden, liebe Freunde. Ibizak. Das könnte allerdings jetzt ein kleines Problemchen werden. Ich glaube nicht, dass Blaze das schaffen wird. Serenity macht auch nicht genug Schaden mit Kehrtwende. Kehrtwende! Na komm, der klopft da ernsthaft noch mehr aus. Oh, Banan. Den haben sie doch als Kind zu Eis gebadet. So. Ja, nicht viel Schaden hier. Felsgrab! Ibitak, du machst mir zu viel Schaden. Das gefällt mir nicht. Na. Machen wir mal unseren Steinwurf. Der trifft ja, oder hat ja bisher immer getroffen. Komm schon. Und er trifft auch weiterhin. Super. Ibitak. Und damit haben... Irgendwie habe ich, glaube ich, habe ich den Namen falsch geschrieben, oder? Nee, komm, der passt. Ich denke mal, der passt. Trugschlag kann weg. Ja, Trugschlag kann weg. 1, 2 und schwupp. Serenity hat Trugschlag vergessen und erlernt Flügelschlag. Das ist doch schon mal was, was ich gerne sehe. Habitat mal wieder. Aber nochmal Serenity rein. Dieses Kehrtwendenspiel macht so viel Spaß. Bin ich froh, dass ich ihm die Kehrtwende beigebracht habe. Das ist echt eine gute Attacke. Zack und weg. Ja gut, du solltest jetzt nicht weg sein. Ups, wer hochsteigt, fällt eben auch tief. Oh ja. Oh ja. Tauschen wir mal. Nochmal mit Evoli. Wenn wir das Level 21 gebracht haben, dann haben wir schon mal das Schwerste geschafft. Huch, Blaze trägt irgendwas mit sich herum. Willst du es an dich nehmen? Komm ja. Blaze hat es mit großer Freude an dich abgetreten. Schimmerfeuer? Okay. Es schaut sich gehetzt um und scheint irgendwas zu suchen. Weil manchmal haben das Pokémon auch nicht gerne, wenn man denen was wegnimmt. Wie im echten Leben halt. Und dann geht die Freude runter. Und gerade bei Evoli wäre es halt schade. Denn ich brauche halt eine gute Zuneigung bei ihm. So, Seeleute sind hart und zart in einem. Eine perfekte Mischung, wie ich meine. Wie steht es mit dir? Hart und zart. Tja, nur die Harten kommen in den Garten, mein Freund. Ich habe so das dumpfe Gefühl, das wird jetzt lange dauern. Und das wird schmerzhaft. Oder? Oder? Das wird lange dauern. Sandwirbel ich mal. Au. Ich weiß mir zu helfen vom Level. Da habe ich auch öfters Sandwirbel benutzt. Regentanz, das ist nicht geil. Das ist nicht gut. Jetzt muss ich ihn nur noch dazu bewegen, nicht zu treffen. Weißt du, bei mir will es nie treffen. Mit Sandwirbel schon gar nicht. Und der hat zwei Sandwirbel drin und trifft trotzdem. Das muss man... Nee, also das muss man nicht verstehen. Der trifft ja noch mit allem. Sag mal, was ist das denn für eine Kacke? Kannst du auch mal daneben treffen? Du hast zwei Sandwirbel-Intus, Mann.
Komm schon. Kein Crit. Boah.